bei Vox. Bring joy to children. For my baby. Rub my seasoning. Mein Name ist Brad. Ich bin Anhänger der Republikaner. Vergangenen Sommer habe ich im Internet ein Video über die Zerstörung des World Trade Centers gesehen. Der Titel: Schwerer Schwindel. Der Film von Eric Hufschmid hat mich wütend gemacht. Und ich wollte beweisen, dass sich der Filmemacher irrt. Ich habe mir verschiedene Filme über den 11. September besorgt und sie genau angesehen. Ich habe im Internet tausende Seiten und Archive durchsucht und im wahrsten Sinne des Wortes eine Woche lang nicht geschlafen. Ich fand heraus, dass nicht Eric Hufschmids Film, sondern die offizielle Version der Ereignisse nicht beweisbar und völlig falsch ist. Was Sie jetzt sehen, sollten Sie eigentlich schon wissen. Die Regierung und die Medien hätten dieses Material veröffentlichen sollen. Aber warum haben Sie es bisher noch nicht gesehen? This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI. Wir wissen, dass am 11. September 2001 vier Flugzeuge entführt und vom Kurs abgebracht wurden. Innerhalb einer Stunde krachten zwei Maschinen in die Stahltürme des World Trade Centers, die daraufhin einstürzten. Verstört von den Bildern glaubte die Öffentlichkeit schnell, dass die Brände so heiß waren, dass das Stahlgerüst der Türme nachgab. Genährt von offiziellen Quellen mit Hilfe der Medien entstand ein Mythos, mit dem die fassungslose Öffentlichkeit gefüttert wurde. Durch den Einschlag der Maschinen verbrannte tonnenweise Kerosin. Der Stahl schmolz und das Gebäude fiel in sich zusammen. Innerhalb von 10 Sekunden waren 110 Stockwerke pulverisiert. Diese offizielle Version wurde von Anfang an verbreitet. Die Maschine kam aus dem Nichts und knallte genau in die eine Seite des Twin Towers. Auf der anderen Seite gab es eine Explosion. Dann habe ich gesehen, wie die Türme zusammenfielen, weil das Feuer zu heiß war. Dieser Mythos floss in den Bericht des Katastrophenschutzes ein und wurde anschließend von Experten übernommen. Der Einsturz war eine Folge der zerstörerischen Wirkung des Flugzeugeinschlages und des daraus folgenden Feuers. Die Ingenieure John Skilling und Les Robertson hatten das Stahlgerüst in den 60er Jahren entwickelt. Dabei hatten sie einen Flugzeugcrash eingeplant, weil erst 1945 ein verirrter Air Force Bomber ins Empire State Building geflogen war. Wir hatten mit dem größten Flugzeug seiner Zeit gerechnet, das langsam und tief fliegt, verirrt im Nebel. Wir haben die Türme so gebaut, dass sie den Einschlag einer Boeing 707 aushalten würden, egal wo die Maschine aufträfe. Aber in die Tower flog jeweils eine Boeing 767. Sie ist schwerer als eine 707 und gebaut für schnelle Überseeflüge. Die 707 ist mit der 767 vergleichbar. Eine vollgetankte 707 wiegt höchstens 334.000 Pfund. Und da die Maschinen für ihren Flug allenfalls den Sprit laden, den sie unbedingt benötigen, war die kleinere 767 nicht einmal annähernd voll betankt
und deshalb auf keinen Fall so schwer wie möglich. In Bezug auf die Hitze sind die Funksprüche der New Yorker Feuerwehr interessant. Einheit 5-1, es gibt zwei isolierte Brandherde. Wir sollten sie mit zwei Einheiten in den Griff bekommen. Im 78. Stock gibt es zwei isolierte Brandherde. Isolierte Brandherde, zwei Einheiten, um sie zu löschen. Im Bericht des Katastrophenschutzes steht, dass das meiste Kerosin während der ersten Minuten verbrannte. Es heißt weiter, das brennende Kerosin breitete sich zwischen den Stockwerken aus und entzündete die Büroeinrichtungen. Die neuen Brände und die größere Hitze reichten irgendwie aus, um 47 Stahlsäulen im Kern des Gebäudes, 236 Stahlsäulen an den Außenseiten und tausende Stahlhalterungen gleichzeitig zu schmelzen. 8. Sie auf den Rauch nach dem Einschlag. Jeder, der schon einmal ein Holzfeuer entzünden wollte, weiß, Rauch bedeutet, das Feuer brennt nicht, ihm fehlt Sauerstoff. Mehr als eine Stunde lang schwelte das Feuer in den Twin Towers, aber es brannte nicht. Während dieser Zeit konnten tausende Menschen über die Treppenhäuser evakuiert werden. Andere, denen der Fluchtweg abgeschnitten war, standen an den Fenstern der verqualmten Räume und riefen um Hilfe. In Wirklichkeit hielten die Türme stand. Das Gebäude war so konzipiert, dass es dem Aufprall einer vollgetankten 707, dem größten Flugzeug seiner Zeit, standhalten würde. Es hätte wahrscheinlich mehrere Einschläge verkraftet, denn seine Struktur ist wie ein dichtes Moskitonetz. Ein Flugzeug ist wie ein Kugelschreiber, der durch einen Teil des Netzes sticht, aber dem gesamten Netz nichts anhaben kann. Die Türme konnten schweren Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis 225 km pro Stunde standhalten. An einem stürmischen Tag waren die Schwingungen spürbar. Der einzelne Einschlag eines Flugzeugs entsprach lediglich einem lauen Lüftchen und keinem Orkan. Ich hatte gerade meine Unterlagen aufgeräumt. Da hörten wir einen lauten Knall und das Gebäude begann zu schwingen, wie eine Welle. Die Menschen waren fassungslos, als eine Stunde später der erste Turm zusammenbrach. Soweit ich weiß, wurde über das Kerosin im Flugzeug nicht nachgedacht, hinsichtlich einer Explosion oder eines starken Feuers. Dafür waren wir nicht verantwortlich. Bei einem auf Flugzeugeinschläge konzipierten Haus wurde nie über das Kerosin nachgedacht? Noch nie ist ein Stahlgebäude durch ein Feuer zusammengebrochen. Ich habe bis vor kurzem noch keine Stahlkonstruktion gesehen, die durch ein Feuer zusammengebrochen wäre. Andere Stahlgebäude waren echten Infernos ausgesetzt, doch keines fiel in sich zusammen. 1975 brannte es im nördlichen Turm des World Trade Centers 3 Stunden lang. Das Feuer fraß sich Stockwerk für Stockwerk hinauf. Es brannte doppelt so lang wie am 11. September. Doch es gab keinen Hinweis auf eine mögliche Einsturzgefahr. Februar 2005. Während Sanierungsarbeiten brennt es im Windsor Tower in Madrid 20 Stunden lang. Was vom Gebäude übrig blieb, konnte sogar noch einen Kran tragen. Was sind 90 Minuten Rauch gegen ein 20-Stunden-Inferno? Stahl ist stabil, leicht und flexibel. Stahl hat gegenüber Beton viele Vorteile, vor allem wenn man Wolkenkratzer bauen will. Hohe Stahlgebäude sind relativ leicht und enorm belastbar. Kracht ein oberes Stockwerk herunter, halten die unteren stand.
Außerdem ist Stahl widerstandsfähiger gegen Wettereinflüsse und Feuer. Die meisten Wolkenkratzer haben einen Rahmen, der aus Säulen und Trägern besteht, auf dem das Gebäude aufgebaut ist. Das World Trade Center war anders. Es hatte eine sogenannte Röhrenstruktur, also ein sehr starkes Stahlnetz, das die Außenseite umgab. Der innere Kern bestand aus einem Rechteck aus 47 jeweils 10 cm dicken Stahlträgern, die nach oben dünner wurden, damit sie flexibel blieben. So konnten die Türme schwingen. Die Stahlträger waren wirklich groß. Solide, vorgefertigte Bodenplatten waren auf den vertikalen Stahlträgern montiert. Es hieß, der Stahlrahmen gab nach, weil sich durch das Feuer die Stahlträger verzogen hatten und die Haltebolzen abbrachen. Und als die Träger absackten, stürzten die Stockwerke herab. Im Jahr 2002 veranschaulichte der TV-Sender PBS diese Annahme mit einem Trickfilm. Als die Träger versagten, sackten die Etagen ab und rissen die nächst darunterliegende mit. Das Ergebnis ist ein sogenannter progressiver Zusammenbruch, weil jede Etage die nächste mitreißt. In diesem Trickfilm bleibt der innere Kern stehen. Warum konnte der Sender die komplette Zerstörung der Twin Towers nicht erklären? Wo ist der Kern an Ground Zero geblieben? Die offizielle Version geht davon aus, dass die Temperaturen im Gebäude so hoch waren, dass der Stahl geschmolzen ist. Aber die Menschen, die sich aus den Türmen retten konnten, haben von einer solchen Hitze nichts bemerkt. Stahl, Beton und Glas brennen nicht. Was hat also diese Hitze verursacht? So beschreiben die Feuerwehrleute den Zusammenbruch des Nordturms. Wir liefen von Etage zu Etage, dann knallte es. Als gäbe es Explosionen. Ja, Explosionen. Als hätte man ein Haus sprengen wollen. Andere beschreiben es ganz ähnlich. Um 10:30 wollte ich das Gebäude verlassen. Als ich draußen war, hörte ich eine zweite Explosion und ein Rumpeln und es gab mehr Rauch. Ein Feuerwehrmann sagte, wir müssten sofort weg, denn einer dritten Explosion würde der Turm nicht standhalten. Es klang wie Schüsse. Und dann plötzlich gab es drei heftige Explosionen. Wir wollten gerade vom 8. Stock runtergehen. Eine große Explosion schleuderte uns zurück. Klang es nach einer Explosion oder dem Zusammenbruch des Hauses? Nach einer Explosion. Es war eine Riesenexplosion. Feuerwehrchef Albert Turry war nach den Einschlägen von heute Morgen hier. Er wollte seine Männer so schnell wie möglich aus dem Gebäude holen. Er sagte, es gab eine Explosion in einem der Türme und eine Stunde später noch eine. Er glaubt, es habe Sprengvorrichtungen im Gebäude gegeben. Von Explosionen berichtet auch eine Reporterin des Fernsehsenders CBS. Ich kam zum World Trade Center und fragte einen Feuerwehrmann, ob er meine Kollegen gesehen hätte. Plötzlich gab es eine Explosion und ein meterhoher Feuerball rollte auf uns zu. Vor dem Zusammenbruch des Südturms ist eine laute Explosion zu hören. Schall ist langsamer als Licht. Deshalb sieht man ein Ereignis zuerst, dann hört man das Geräusch dazu. Wäre dieses Geräusch vom zusammenstürzenden Turm verursacht worden, hätte man den Knall nach dem Zusammenbruch hören müssen.
Betrachten wir die Eigenschaften von Stahl. Stahl besteht aus einer Legierung aus Eisen und Kohlenstoff. Das macht ihn flexibel und stabil zugleich. Früher mussten Schmiede das Eisen erhitzen, bis es rötlich glühte und dann stundenlang bearbeiten. Stahl wurde Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt und konnte nach der Erfindung des Hochofens im industriellen Maßstab hergestellt werden. In einem Hochofen konnten durch die Zugabe von Sauerstoff extrem hohe Temperaturen erreicht werden. Stahl schmilzt ab einer Temperatur von 1500 Grad Celsius. Solche Temperaturen werden nur in Hochöfen oder von speziellen Schweißbrennern erreicht. Stahl wird niemals heißer als die Temperatur, die ihm zugeführt wird. Werden Treibstoffe wie Benzin oder Kerosin verbrannt, erreicht das Feuer eine Temperatur von etwa 650 Grad und man sieht eine rot-orangefarbene Flamme. Experten sprechen von einer schmutzigen oder unkontrollierten Verbrennung. Rot-orangefarbene Flammen gab es auch am 11. September zu sehen. Der Feuerball nach dem Flugzeugeinschlag war rot-orange. Im Gegensatz zu einer schmutzigen Verbrennung wie bei einem Lagerfeuer braucht man für eine kontrollierte Verbrennung eine genaue Mischung aus Luft und Gas, wie zum Beispiel bei einem Gasherd oder einem Automotor. Man kann einen Gasherd den ganzen Tag lang benutzen. Er ist aus Stahl und wird deshalb nicht schmelzen, genauso wenig wie die Töpfe und Pfannen. Dies ist eine handelsübliche Kerosinheizung. In der Kartusche ist Flugbenzin. Sie kann den ganzen Tag und die ganze Nacht brennen und trotzdem wird kein Teil des Brenners verformt. Nichts schmilzt. Aber wir sollen glauben, dass diese riesigen Stahlgebäude aufgrund vereinzelter Brände und 90 Minuten während dem Rauch völlig zusammenbrachen. In einem Gutachten aus dem Jahr 2001 hat Professor Thomas Eger vom renommierten Massachusetts Institute of Technology festgestellt, dass Stahl bei einer Temperatur von 650 Grad die Hälfte seiner Tragfähigkeit verliert. Das Feuer in den Türmen wurde nicht sehr viel heißer. Und Eger betont, dass das Feuer nicht gleichmäßig gebrannt hat. Die verschiedenen Temperaturen hätten den Stahl deformiert und einige Etagen zum Einsturz gebracht, wodurch wiederum das gesamte Gebäude zusammenbrach. Das kerosinreiche und weit verbreitete Feuer brannte zwar nicht heiß genug, um das Stahlgerüst zu schmelzen, aber durch die schnelle Entzündung und die intensive Hitze verlor der Stahl mindestens die Hälfte seiner Tragfähigkeit und wurde deformiert. Einige Stockwerke fielen herab und durch dieses Gewicht wurden weitere Stockwerke aus ihren Verankerungen gerissen. Es entstand ein Dominoeffekt. Soweit Professor Eger vom MIT. Aber, Herr Professor, was passierte mit dem Kern? Wie verhalten sich einstürzende Bauten? Wie sieht eine Sprengung aus? Hier eine typische Sprengung. Computergesteuert explodieren kurz hintereinander zahlreiche Ladungen und reißen den Sockel des Hauses auseinander. Das Gebäude gibt nach und fällt in sich zusammen. Betonteile schleudern durch die Gegend. Man sieht Blitze und es entsteht eine riesige Staubwolke.
Und nun betrachten wir uns den Zusammenbruch der Twin Towers. Es sieht mehr nach einer Explosion als nach einer Implosion aus. Und Schutt wird durch die Gegend geschleudert. Und das ist noch nicht alles. Auch am Nachbargebäude wurden die Fenster eingedrückt. Was hat das verursacht? Könnte ein Feuer Stahl und Beton durch die Gegend schleudern? Dieser 300.000 Kilo schwere Stahlklotz ist doppelt so schwer wie ein Flugzeug und wurde über 100 Meter weit ins Gebäude des World Finance Centers geschleudert. Die Fotografen des Katastrophenschutzes wunderten sich darüber, dass so viele Stahlbalken in anderen Gebäuden steckten. Was hat sie dorthin geschossen? Im April 2006 erregte eine Nachricht die Öffentlichkeit. Knochenreste von Opfern des 11. September wurden auf dem Dach der nahegelegenen Deutschen Bank gefunden. Wie in Gottes Namen sind die Knochen dorthin gekommen? Es überrascht mich, dass man sie bisher noch nicht gefunden hat. Wie kommt es, dass man erst 5 Jahre später auf dem Dach der Deutschen Bank nachsieht? Das ist verrückt. Die Knochenreste sind teilweise kleiner als einen Zentimeter. Wie kann das sein? Warum fiel der Südturm zuerst, wenn er doch als zweites getroffen wurde? Das obere Drittel des Turms ist kurz davor zu kippen. Und plötzlich zerfällt es mitten in der Luft. Wodurch wurde all der Stahl und Beton vor unseren Augen zu Staub zerschlagen? Beide Gebäude fallen auf ihren jeweils stabilsten Teil. Die Türme des World Trade Centers stürzten innerhalb von rund 10 Sekunden in sich zusammen. Daten der Columbia University zufolge dauerte es beim Nordturm 8 Sekunden, beim südlichen 10. Lynn Simpson konnte sich aus dem 89. Stock retten. Sie beschreibt, was sie sah. Ich sah die Türme regelrecht kollabieren, Stockwerk für Stockwerk. Es dauerte nur ein paar Sekunden. Ein massives Gebäude und es sackte einfach in sich zusammen. 10 Sekunden. 110 Etagen rasen ungebremst zur Erde. Doch hätten die darunterliegenden Stockwerke keinen Widerstand bieten müssen? Kann ein Mensch genauso schnell durch eine geschlossene Tür gehen, wie durch eine geöffnete? Die unteren, nicht beschädigten Stockwerke haben den Fall offensichtlich nicht gebremst. Man beachte die nach unten rasende Welle der Zerstörung. Der südliche Turm ist schon halb zerbrochen, aber der Schutt aus den oberen Stockwerken ist hier noch gar nicht angekommen. Die Welle der Zerstörung bewegt sich schneller als die Schwerkraft. Das Gebäude zerbricht. Nun gibt der Kern des Nordturms nach. Ein mehr als 200 Meter hohes Stahlgerüst aus den stabilsten Stahlträgern, die jemals errichtet wurden. Durch welche Kraft verschwinden die Stahlträger einfach? Professor Ray Griffin ist Autor des Buchs »Der 11. September entlarvt«. Dazu hat er die Ereignisse dieses Tages genau untersucht.
Zuvor hatte er Bücher über die Ethik der Wissenschaft geschrieben. Trotz aller Theorien, angesichts ihrer Bauweise muss erklärt werden, warum die Türme auf diese Art zusammenbrachen. Jedes Gebäude wurde von 278 Stahlsäulen getragen. Sie reichten vom Erdgeschoss bis zum Dach. Und dennoch endeten sie als Schutthaufen. Dies ist nur möglich, wenn sie von einer sehr großen Kraft zerschnitten werden. Die Türme stürzten gerade nach unten. Dazu hätten aber die Halterungen jedes Stockwerks gleichzeitig zerschnitten werden müssen. Außerdem stürzten die Gebäude praktisch im freien Fall zusammen. Das wäre nur durch den Einsatz bewusst angeordneter Sprengstoffe möglich. Weil der Stahl zerschnitten und der Beton pulverisiert wurde und weil die Türme so schnell einstürzten, müssen weit stärkere Kräfte am Werk gewesen sein als bloß ein Feuer und die Schwerkraft. Es bricht wie ein Stapel zusammen. Warum sieht man an Ground Zero keine aufeinander gestapelten Etagen? In der ganzen Gegend wirbelte Papier durch die Luft. Wäre das Haus ineinander gefallen, hätten die Papiere nicht im Gebäude eingeschlossen werden müssen? Wie wurden die Unterlagen über ganz New York geblasen? Ließe man eine Billardkugel vom Dach der Twin Towers fallen, dann würde sie länger als 9 Sekunden bis zum Boden brauchen und auf ihrem Weg nach unten immer schneller werden. Bricht ein 110 Stockwerke hohes Gebäude in sich zusammen und fallen die oberen Etagen auf die jeweils darunterliegenden, dann würde das, Berechnungen zufolge, 96 Sekunden dauern. Vor allem würde der Zusammenbruch durch den Widerstand der Etagen langsamer, keinesfalls schneller. Die Flugzeuge schlugen relativ weit oben in den Gebäuden ein. Doch in der Lobby des Nordturms brachen Marmorplatten von den Wänden und sämtliche Fensterscheiben zerbrachen. Ein Mitarbeiter der Hafenbehörde hat gerade gesagt, dass das Flugzeug irgendwo oberhalb des 78. Stocks eingeschlagen ist. Aber irgendwas muss auch hier unten in der Lobby passiert sein. Es sah aus, als wäre dort ein Flugzeug eingeschlagen. Als wäre dort ein Flugzeug eingeschlagen? Was hat so viel Schaden in der Lobby angerichtet? Der Hausmeister William Rodriguez war der Letzte, der das World Trade Center lebend verlassen hat. Er spricht von einer enormen Explosion unter dem Gebäude. Plötzlich hörten wir eine Explosion, eine riesige Explosion unter mir. Das kam aus den Untergeschossen, etwa B2 oder B3. Und es gab eine riesige Explosion an der Spitze des Hauses. Man konnte den Unterschied hören. Der Knall oben, einige Sekunden später, klang weit weg. Der im Keller war ziemlich laut und man konnte ihn spüren. Alles bebte und die Decke stürzte runter. Dann rannte ein gewisser Felipe David in unser Büro und schrie Explosion. Er hatte keine Haut mehr unter den Armen und schwere Verletzungen im Gesicht. Eine Explosion im Keller des Turms vor dem Flugzeugeinschlag. Auch andere berichten von schweren Explosionen im Keller der Türme. Der Bauarbeiter Philip Morelli hielt sich während der Einschläge im 4. Untergeschoss des nördlichen Turms auf. Ich ging runter, weil ich die Container wegschaffen sollte. Als ich am Lastenaufzug vorbeikam, im Korridor, wurde ich weggeblasen. Da ist eine Bombe eingeschlagen oder sowas. Ich wurde zu Boden geworfen und dann ging alles los. Ich rannte Richtung Waschraum.
Als ich die Tür öffnete, gab es wieder einen Schlag. Alle Deckenplatten und die Armaturen fielen runter. Ich rannte zur Tür raus und die ganzen Wände waren gebrochen. Dann lief ich zu den Parkplätzen. Dort gab es eine Menge Rauch. Da waren viele Leute, die schrien, und wir liefen alle die Rampe rauf. Es gab einen unterirdischen Verbindungsgang zwischen den Türmen. Dort mussten wir entlanglaufen. Und plötzlich dasselbe nochmal. Ich weiß, dass Menschen im Keller getötet wurden. Ich weiß, dass sich Leute da unten ihre Beine gebrochen haben. Manche wurden von Trümmern so schwer im Gesicht verletzt, dass sie plastische Operationen brauchen. Ingenieur Mike Pecoraro fand im 6. Untergeschoss die Parkplätze und den Maschinenraum in Trümmern vor. Feuerwehrleute und Büroangestellte wollen im ganzen Gebäude Explosionen gehört haben. Feuerwehrmann Luca Cioli sagt in einem Zeitungsinterview, nachdem er Arbeiter evakuiert hatte, seien Bomben hochgegangen. Durch die Explosionen seien die Fahrstühle ausgefallen und ganze Etagen voller Rauch und Trümmer gewesen. Ein Augenzeuge sagt, es gab eine Explosion im 78. Stock. Viele Leute sind voller Staub gewesen. Im Turm, Code 1013. Es gibt eine größere Explosion. Sieht nach einem Zusammenbruch in der ganzen Gegend aus. Habe es mit einer kleinen Explosion zu tun. Hausmeister William Rodriguez berichtet von Explosionen im Nordturm kurz bevor dieser zusammenbrach. Als ich nach oben ging, habe ich kleinere Explosionen gehört. Und die kamen nicht von da, wo das Flugzeug eingeschlagen ist, sondern von weiter unten. Und als die zweite Maschine den südlichen Turm traf? Wir hörten einen großen Knall im Inneren des Hauses. Dann viele kleinere. Und über Funk hieß es, wir haben den 65. verloren. Das heißt, der 65. Stock war abgesackt. Und als wir die Treppen runtergingen, hörte man die eigentlichen Geräusche des Zusammenbruchs. Ein Rumpeln. Man hörte, wie die Wände zerbrachen. Neben uns schlugen die Trümmer ein. Was passierte im Erdgeschoss der Türme, kurz bevor sie zusammenbrachen? Dieses Video wurde von New Jersey aus gedreht. Man hört eine Explosion und weißer Rauch ist zu sehen. Die Kamera steht auf einem Stativ, doch sie wackelt aufgrund der schweren Erschütterungen. 9 Sekunden später bricht der nördliche Turm zusammen. Ich hörte eine Explosion und dann so etwas wie ein Krachen. Es klang wie ein rumpelnder Güterzug. Ich sah nach oben und das Haus stürzte ein. Als ich aus dem Nordturm kam, zitterte der Boden unter meinen Füßen, wie bei einem Erdbeben. Ich habe nur einen Feuerwehrwagen gesehen. Ich rannte auf ihn zu und als der Turm einstürzte, brachte ich mich unter ihm in Sicherheit. Am gegenüberliegenden Ufer des Hudson River filmte gerade Richard Siegel. Seine Kamera hat etwas sehr Erstaunliches festgehalten. Trotz der Entfernung hört man mehrere Explosionen in den Türmen.
Nehmen wir den Einsturz genauer unter die Lupe. Man sieht, wie vor dem Zusammenbruch Betonteile seitlich aus dem Gebäude schießen. Sprengmeister sprechen dabei von sogenannten Knallfröschen. Dabei handelt es sich um die Sprengladungen, die sichtbar durch die Außenwand fliegen. Das Gebäude wurde an seiner Spitze zerschlagen. Dies war kein gewöhnlicher Zusammenbruch. Die Twin Towers bestanden aus jeweils drei mehrgeschossigen Gebäuden, die aufeinander gesetzt waren. Damit die Konstruktion das Gewicht tragen kann, mussten die obersten Stockwerke besonders verstärkt werden. Man sieht einen großen Knallfrosch in den oberen Etagen. Eine starke Detonation erzeugt sogenannte Schockwellen. Explosionen können extrem starke Druckwellen erzeugen, die in der Umgebung enormen Schaden anrichten können. Als die Trümmer herunterfielen, stand ich gerade im Schatten des Südturms, keine 100 Meter entfernt. Jeder hat immer wieder das Video gesehen, wie die Menschen vor der Wolke davonliefen. Es war wie bei einem Tornado, als würde man von einer Sturmböe erfasst. Aber die Welle war heiß und sie war laut. Es war, als würde man von hinten von lauter Kieselsteinen getroffen, als hätte jemand Steine nach einem geworfen. Der Lärm kam immer näher. Zuerst lief ich, dann war es, als würde ich fliegen. Ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Füße und keine Möglichkeit, meine Laufrichtung selbst zu wählen. Ich schwebte und dieser dunkle Tornado war scheinbar hinter mir her. Der Südturm fiel zuerst. Und diese Schockwelle traf den gegenüberliegenden Turm. Als die Gebäude einstürzten, entstand eine riesige Staub- und Aschewolke, die Manhattan verdunkelte. Wie entsteht eine solche blumenkohlartige Wolke? Gibt es etwas Vergleichbares? Einen Vulkan. Nach einem Vulkanausbruch entsteht eine dichte Staub- und Gaswolke, die über Erde und Wasser fegen kann, genauso wie die Wolke zwischen den Gebäuden und dem Hudson. Ein solcher pyroklastischer Strom hatte seinerzeit Pompeji zerstört. Die Wolke hüllte die Straßen von Manhattan in Staub. Feine Staubpartikel hingen in der Luft. Die Türme waren buchstäblich pulverisiert worden, zu Asche zerfallen. Welche Kraft kann ein massives Gebäude aus Stahl und Beton derart zerstören? Fielen die Türme von allein oder wurden sie gesprengt?
Hätte ein Kerosinfeuer zu diesem Ergebnis führen können? Aus dem Weltraum sieht man einen blau-weißen Pilz aufsteigen. Im Militärjargon steht Pilz für eine nukleare Detonation. Das World Trade Center stand in einer sogenannten Badewanne. Die Fundamente waren durch riesige Wände geschützt, die Wasser aus dem Meer oder dem Hudson abhalten sollten. In diesem künstlichen Becken gab es unter anderem 7 unterirdische Parkdecks und eine U-Bahn-Station. Nach der Katastrophe am 11. September waren die fast einen Meter dicken Wände um einen halben Meter nach innen gedrückt worden. Diese Wände brachen zusammen. Sie hatten den Fluss zurückgehalten. Und als sie nachgaben, wurde das ganze Gelände überschwemmt. Wenn ein Haus in sich zusammenfällt, dann sollten sich die Fundamente weiterhin an derselben Stelle befinden. Und immerhin hatten diese das Gewicht von 110 Stockwerken getragen. Aber irgendetwas muss sie zerstört haben. Der Zusammenbruch hat die Etagen zerstört. Auf einer Höhe von 20 bis 25 Metern waren die Wände ungeschützt. Welche Energie könnte so viele Stockwerke im Untergrund zerstört haben? Der Untergrund brannte noch immer. Weiter unten sah man geschmolzenes Metall durch die Hohlräume fließen. Wie in einer Gießerei. Die Feuerwehrleute arbeiteten weiter. Doch unter ihren Füßen floss geschmolzenes Metall und die Feuer brannten. Sehen Sie den Rauch? Noch 8 Wochen später brennt es hier. Wir haben sehr gute Stahlkappenstiefel. Aber auf dem Geröll ist es bestimmt noch 600 Grad heiß. Die Stiefel der Jungs schmelzen nach ein paar Stunden. Im November 2005 veröffentlichte der Physiker Stephen Jones eine 25-seitige wissenschaftliche Arbeit, in der er die offizielle Version der Ereignisse mit den Gesetzen der Physik verglich. As we read in the FEMA report, it says here. Im Bericht des Katastrophenschutzes heißt es, die wahrscheinlichste Hypothese, ein Feuer, ist tatsächlich jedoch relativ unwahrscheinlich. Es bedarf weiterer Analysen, um diese Frage zu beantworten. Dem stimme ich zu. Die Zeit ist um und ich bin mir nicht sicher. Eines will ich noch sagen. Okay, aber bitte schnell. Geschmolzenes Metall im Keller aller Gebäude. Alle Wissenschaftler sind sich darüber einig, dass das Feuer nicht heiß genug war, um den Stahl zu schmelzen. Dieser geschmolzene Stahl ist ein Hinweis auf Explosionen. Durch Thermitbomben zum Beispiel schmilzt Stahl. Vielen Dank fürs Kommen, auch wenn ich Ihre Theorie nicht verstanden habe. Danke, dass Sie versucht haben, es uns zu erklären. Ganz nebenbei hat Professor Jones das Wort Thermit erwähnt. Ein Sprengstoff, der vom Militär benutzt wird. Thermit ist eine Mischung aus Eisenoxid und Aluminium, die bei einer Sprengung große Hitze erzeugt und Eisen schmelzen kann. In nur 2 Sekunden kann Thermit eine Temperatur von 2500 Grad erreichen. Genug, um Stahl zu verflüssigen. Hier zerstört Thermit ein Auto. Normale Brände werden nicht heiß genug, um Stahl zu schmelzen. Aber im Keller der Türme wurde Stahl geschmolzen. Wird Thermit als Sprengstoff eingesetzt, entsteht Aluminiumoxid, sichtbar als weißer Rauch. Wurde am 11. September Thermit als Sprengstoff eingesetzt? Im 81. Stock des Südturms ist eine helle Substanz zu sehen. Musik
und weißer Rauch quoll aus dem Keller. Bestand er aus Aluminiumoxid, dem Nebenprodukt eines Thermiteinsatzes? In Anhang C des Katastrophenschutzberichtes ist von Schwefelresten auf den Stahlträgern die Rede. Für die New York Times war das das größte Rätsel. Schwefel reduziert den Schmelzpunkt von Stahl etwas. Eisenoxid und Eisensulfat war auf den Stahlträgern gefunden worden. Eine Verbindung aus Schwefel und Thermit heißt Thermat und das brennt noch heißer. Wie werden Häuser gesprengt? Dazu bedarf es langer Vorbereitungen. Durch den Einsatz schweren Geräts und einiger Vorsprengungen werden das Fundament und die unteren Etagen geschwächt. Den Rest erledigen weitere Sprengungen und die Schwerkraft. Zuerst sprengen wir alle tragenden Elemente im Keller. Wir brechen die Strukturen von den oberen Etagen bis nach unten. Jede Sprengkapsel hat einen eigenen Zünder. Deshalb ist es eine kontrollierte Sprengung. Geben die tragenden Teile nach, fallen die Stockwerke hinab und reißen die jeweils unteren Etagen mit sich. Sprengmeister benutzen mit Stahl ummantelte Ladungen. Dies ist eine V-förmige Ladung, mit der man sehr genau arbeiten kann. Sie ist absolut tödlich. Sie erzeugt einen Druck von 15.000 Tonnen pro Viertelquadratmeter bei einer Geschwindigkeit von mehr als 8.000 Metern pro Sekunde. Daneben haben Sprengmeister aber noch einige Tricks auf Lager. Es gibt mehr als 1000 verschiedene Sprengstoffe, die mit verschiedenen Geschwindigkeiten explodieren. Das ist die Zündschnur. Sie brennt mit einer Geschwindigkeit von etwa 650 Metern pro Sekunde. Mit Verzögerungszündern können wir recht genau vorhersagen, wo die Trümmer landen werden. Wir können die Erschütterungen und den Lärm kontrollieren. Das Timing der Zünder ist das A und O in unserem Job. Mit welchem Ergebnis? Am meisten gefällt mir das Zerlegen und Kontrollieren. Wenn man ein Gebäude in Millionen Einzelteile zerlegt und so kunstvoll wie möglich zusammenfallen lässt, das funktioniert wie bei einem Uhrwerk. Es ist eine Wissenschaft für sich. Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut. Im Inneren der Twin Towers wurden Explosionen gehört. Sollten damit das Fundament der Türme geschwächt und die Stahlträger zerstört werden? Normalerweise wird ein Gebäude durch Sprengungen geschwächt, bevor die Hauptexplosion das Haus niederreißt. Aber beim World Trade Center hätte es für die Vorbereitungen nur wenig Zeit gegeben. Die kurze Zeit nach dem Flugzeugeinschlag. Diese Stahlträger wurden nach dem Zusammenbruch der Türme entdeckt. Sie sehen so aus, als seien sie gezielt gesprengt worden, um ihre Fallrichtung zu kontrollieren. Wurden dafür Thermitladungen benutzt? Sie werden in einem bestimmten Winkel angebracht. Macht man das bei einer ganzen Reihe von Trägern, rutscht das Gebäude zur Seite und fällt. Betrachten wir den Schutt eines 110-stöckigen Gebäudes. In einem 7 Stockwerke tiefen Krater liegen etwa 2 Millionen Tonnen Geröll. Wäre der Keller nicht gesprengt worden, dann hätte sich der ganze Schutt aufhäufen müssen.
Die Kunst einer kontrollierten Sprengung besteht darin, ein Gebäude in Millionen Einzelteile zu zerlegen und zusammenfallen zu lassen. Richard Siegel hatte von New Jersey aus Explosionen während des Einsturzes gefilmt. Waren diese Explosionen, die den Kern des Gebäudes und die Tiefgeschosse zerstörten, das unglaubliche Ergebnis computergesteuerter Zündungen, die das Gerippe der Türme sprengten und den Beton pulverisierten? War es das, was an diesem Tag geschah? 9/11. Einige scheinen die Katastrophe geahnt zu haben. Eine Einheit des Katastrophenschutzes traf am Tag vor den Anschlägen in New York ein, zu einer Übung. Um ehrlich zu sein, wir kamen Montagnacht an und begannen Dienstag früh. Aber erst heute kamen wir hier voll zum Einsatz. Dem New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani war offenbar klar, dass die Türme einstürzen würden. Hier läuft gerade eine riesige Rettungsaktion. Sind es Hunderte oder Tausende Opfer? Dazu will ich jetzt nichts sagen, aber die Zahl der Opfer wird furchtbar. Ich habe Menschen aus dem World Trade Center springen sehen. Ich sah Feuerwehrleute, die ich persönlich kenne. Wir waren selbst 10, 15 Minuten lang in einem Gebäude eingeschlossen. Wir haben einen Krisenstab gebildet mit dem Polizeichef, dem Feuerwehrchef und dem Leiter der Unfallhilfe, als wir erfahren haben, dass die Türme zusammenbrechen würden. Larry Silverstein, der Vermieter des World Trade Centers, stellte mit Bedauern fest, dass Gebäude 7 am Abend abgerissen werden müsse. So drückte sich Silverstein in einem Dokumentarfilm ein Jahr später aus. Der Feuerwehrchef rief mich an und sagte, er sei nicht sicher, ob seine Leute die Brände in den Griff bekämen. Ich sagte, es gab schon so viele Tote. Vielleicht wäre es das Beste, das Haus abzureißen. Dann sahen wir, wie die Türme zusammenbrachen. Die Begriffe Blast, Shoot, Blow und Pull werden auch von Sprengmeistern benutzt und beziehen sich alle auf das Gleiche: Häuser oder Brücken zum Einsturz bringen. Ich habe sogar das Krankenhaus gesprengt, in dem ich geboren wurde. Wir wollten es zerschießen und zusammenfallen lassen. So erzeugen die Kräfte eine riesige Explosion. Dieselbe Sprache auch bei den Arbeitern an Ground Zero. Mitte Dezember hatte die Baubehörde die Gebäude 4 und 5 abreißen lassen. Wir sprengen Gebäude 6. Silverstein, ein Immobilien-Tycoon mit politischen Verbindungen, hat das World Trade Center im Frühjahr 2001 für 99 Jahre gemietet. Während des Sommers wurden die Gebäude auch gegen Terroranschläge versichert. Silverstein erwirkte auch das Recht, den Gebäudekomplex wieder aufzubauen, sollte er zerstört werden. Nach dem 11. September verklagte Silverstein seine Versicherung, weil er die doppelte Versicherungssumme haben wollte. Schließlich habe es sich auch um zwei Terrorakte gehandelt. Er gewann den Rechtsstreit und bekam 8 Milliarden Dollar zugesprochen. Seine Investition betrug zuvor 14 Millionen Dollar. Ich dachte zuerst an die Familien der Opfer. Was für eine Tragödie. Ich glaube fest daran, dass wir etwas Neues bauen sollten.
Vor wenigen Sekunden ist noch ein weiteres Gebäude eingestürzt. Gebäude 7. Gebäude 7 war so etwas wie das Kommandozentrum der Twin Towers. Von hier aus wurde die Energie- und Luftversorgung gesteuert. Für den Bürgermeister gab es einen gesicherten Bunker. Außerdem waren Büros der CIA, des Secret Service, des Verteidigungsministeriums und der Börsenaufsicht dort untergebracht. Eingemietet hatten sich auch Versicherungen, Börsenmakler und Banken. Gebäude 7 wurde von keinem Flugzeug getroffen. Doch um 17.20 Uhr war nur noch ein Schutthaufen übrig. Es soll von Trümmern des ersten Turms beschädigt worden sein. In einem Artikel der New York Times hieß es, Gebäude 7 habe gebrannt wie eine Kerze. Zu sehen sind aber nur etwas Rauch und ein paar kleine Brände. Kein Vergleich mit den Schäden an den anderen Gebäuden. Es stand genau neben den Türmen, doch die Schäden an den anderen Gebäuden waren viel größer. Trotzdem wussten einige Rettungskräfte, dass Gebäude 7 zusammenbrechen würde. Hast du das gehört? Behalt das Haus im Auge, es fällt gleich. Sie sagten, bleiben Sie hinter der Absperrung. Sie wollten das Haus abreißen. Sie sperrten ab, weil sie wussten, dass etwas passieren würde. In diesem Live-Bericht der BBC kündigt die Reporterin Jane Stanley den Zusammenbruch von Gebäude 7 an, obwohl es hinter ihr noch steht. Woher konnte die BBC von dem Ereignis wissen, noch bevor es stattfand? Jane, was können Sie uns noch über den Zusammenbruch des Salomon Brothers Gebäudes sagen? Eigentlich nur, was Sie schon wissen. Einzelheiten gibt es nur wenige. Die ganze Gegend rund um die Türme des World Trade Centers ist vollständig gesperrt, damit die Rettungskräfte ihre Arbeit machen können. Es ist nicht das erste Gebäude, das vom Zusammenbruch der Türme in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auch das Marriott Hotel, das neben den Türmen stand, ist eingestürzt, weil es vom Schutt der 110 Stockwerke zu stark beschädigt wurde. Wie Sie hinter mir erkennen können, sieht es so aus, als würde das World Trade Center noch immer brennen. Wir sehen eine große Asche- und Rauchwolke. Genau dort standen die Twin Tower. Sie ragten aus der New Yorker Skyline heraus und galten als Symbol für den Reichtum der Stadt. Doch nun sind sie verschwunden und New York hat noch nicht begriffen, was heute geschehen ist. Das 47-stöckige Gebäude 7 brach in nur 6,5 Sekunden lehrbuchmäßig zusammen. Silverstein sagt heute, er sei damals falsch verstanden worden. Es sei nicht um den Abriss von Gebäude 7 gegangen, sondern darum, Feuerwehrleute im Inneren des Gebäudes in Sicherheit zu bringen. Laut Katastrophenschutz und Feuerwehrchef Frank Fellini waren aber keine Feuerwehrmänner in Gebäude 7. Sie wurden um 11.30 Uhr abberufen. Erst 6 Stunden später stürzte das Haus ein. Wir hörten dieses Geräusch. Es klang wie ein Donnerschlag. Es sah aus, als würde eine Druckwelle durch das Gebäude jagen. Alle Fenster flogen raus. Ich war geschockt. Etwa eine Sekunde später brach das oberste Stockwerk ein und dann das ganze Haus. Radiomoderator Alex Jones sieht Hinweise auf eine klassische Implosion. Dieses Foto entstand eine Sekunde, bevor Gebäude 7 zusammenbrach. Sehen Sie diese Art Falte? Betrachtet man andere kontrollierte Sprengungen, dann werden zuerst die tragenden Säulen gesprengt, damit das Haus in sich zusammenfällt. Ansonsten würde es zur Seite fallen und Schäden in der Umgebung anrichten. Bei Gebäude 7 wurden zuerst offenbar die tragenden Säulen gesprengt, damit es keine Nachbargebäude beschädigt. Zurück zum Bunker des Bürgermeisters. Er lag versteckt, ausgestattet mit Panzerglas und einer eigenen Wasser- und Energieversorgung.
Am 11. September brachte sich Bürgermeister Giuliani aber woanders in Sicherheit. Noch einmal die Frage, warum Gebäude 7? War es das eigentliche Ziel der Anschläge? Innerhalb von 6,5 Sekunden gingen tausende Akten der Börsenaufsicht für immer verloren. Darunter auch Dokumente über die immensen Betrügereien bei WorldCom und Enron. Und was wurde aus der Anklageschrift gegen California Electricity bezüglich eines 70 Milliarden Dollar Betrugs? Sie verschwand. Beim Zusammenbruch von Gebäude 7 kam niemand ums Leben. Es wurde vor seinem Einsturz evakuiert. Nicht jedoch die Twin Towers. Warum wurde Polizisten, Feuerwehrmännern und Büroangestellten nicht gesagt, was auf sie zukommen würde? Tragischerweise wurden die Angestellten in ihre Büros zurückgeschickt. Es kam die Meldung, dass alles in Ordnung sei. Turm 1 würde evakuiert, aber Turm 2 sei in Ordnung. Wir sollten in unsere Büros zurückgehen. Wir wollten gerade rausgehen, da sagte ein Wachmann, wo wollen Sie hin? Ich sagte, ich gehe nach Hause, denn ich habe Feuerbälle herabfallen sehen. Aber er meinte, nein, Ihr Gebäude ist sicher. Es ist besser, wenn Sie in Ihren Büros bleiben. Bitte gehen Sie wieder zurück. Stanley Primnath ging in den 81. Stock zurück. Ich schaute nach oben zur Freiheitsstatue und plötzlich sah ich dieses riesige Flugzeug auf mich zufliegen. Der Südturm wurde zwischen dem 78. und 81. Stock getroffen. Trümmer hatten den Fluchtweg für Primnath abgeschnitten. Er wurde von Brian Clark gerettet. Gemeinsam kämpften sie sich durch das Treppenhaus. Draußen hatte Primnath eine unheimliche Vorahnung. Wir schauten durch ein Geländer auf den anderen Turm. Und Stanley sagte, ich denke, er wird einstürzen. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber ich wusste, es ist noch nicht vorbei. Ich sagte, Quatsch, das ist eine Stahlkonstruktion. Da brennen nur Vorhänge, Teppiche und Möbel. Das gibt's nicht. Ich hatte meinen Satz noch nicht beendet. Da begann der Turm nachzugeben. Und ich erinnere mich, dass ich zuerst Explosionen hörte. Nicht alle hatten diese Vorahnung. Joseph Milanowitz telefonierte mit seinem Sohn. Ich hörte an Gregs Tonfall, dass er Angst hatte. Er sagte, Dad, sag jemandem, dass an der nordöstlichen Ecke des 93. Stocks 20 Menschen warten. Nach dem Angriff auf den Nordturm wollte Greg den Südturm verlassen. Doch er sollte wieder an seinen Schreibtisch gehen. Er sagte ein paar Mal, warum habe ich gehorcht? Wer war für die Sicherheit im World Trade Center und am Dulles Airport in Washington, wo die Maschinen gestartet waren, verantwortlich? Niemand Geringeres als ein Bruder des Präsidenten. Von 1996 bis 2000 installierte die Firma Securacom ein neues Sicherheitssystem im World Trade Center. Chef der Firma war von 1998 bis 2002 Ward D. Walker III., ein Cousin der Bush-Brüder. Interessanterweise wurde diese Tatsache nie veröffentlicht. Wurde damals nur ein Sicherheitssystem installiert oder wurden auch die Kabel für ein langfristiges Projekt verlegt? Der Computerspezialist Scott Forbes arbeitete seit dessen Errichtung im Südturm. Er sagt, dass am Wochenende vor den Anschlägen der Strom abgeschaltet wurde.
Die Hafenbehörde hatte uns 3 Wochen vorher Bescheid gesagt, dass der Strom abgestellt wird. Wir hatten sehr wenig Zeit, um all unsere Banksysteme herunterzufahren. Das war eine große Sache und völlig beispiellos. Unser Rechenzentrum war im 97. Stockwerk. Der Stromausfall bedeutete, dass es keine Sicherheitsüberwachung gab. Alle Türen waren geöffnet und die Kameras abgeschaltet. Und das ganze Wochenende über liefen dort Männer in Arbeitsanzügen herum, mit riesigen Werkzeugkästen und Kabeltrommeln. Den Mitarbeitern wurde gesagt, dass neue Internetkabel verlegt würden. Aber wer waren die merkwürdigen Arbeiter und was taten sie wirklich? Der ganze Strom war weg. Es gab keine Sicherheitsüberwachung, keine Eingangskontrollen. Jeder konnte ein- und ausgehen und machen, was er wollte. Wegen seiner Überstunden, die er am Wochenende geleistet hatte, nahm Scott am 11. September frei. Als er von New Jersey aus die Türme einstürzen sah, war er sich sicher, dass dies das Ergebnis der mysteriösen Wochenendarbeiten war. Scott meldete den langen Stromausfall verschiedenen Behörden, auch der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Doch er wurde ignoriert. Der Feuerwehrmann Ben Fountain berichtet von ungewöhnlichen Evakuierungsübungen in den Wochen vor dem 11. September. Andere weisen darauf hin, dass 5 Tage vor den Anschlägen der Sicherheitsalarm aufgehoben wurde und die Bombensuchhunde außer Dienst gestellt wurden. Was hätten die Hunde entdecken können? Kurz nach den Anschlägen sah man in Manhattan Plakate wie diese. Die Twin Towers galten als Symbol von Macht und Reichtum. Doch sie verschlangen eine Unmenge Geld. Elektrizität, Wasser- und Abwasserversorgung, Heizung und Belüftung kosteten die New Yorker Hafenbehörde Millionen. Außerdem gingen die Mieteinnahmen zurück. Und es gab noch ein Problem. Die Stahlträger waren mit feuerfestem Asbest beschichtet worden. Ein krebserregender Stoff, der seit Mitte der 80er Jahre nicht mehr verwendet werden darf. Den Asbest von den Stahlträgern zu entfernen, war so gut wie unmöglich und hätte, Schätzungen zufolge, Milliarden gekostet. Niemand wollte diese Kosten übernehmen. Es wäre ein Fass ohne Boden gewesen. Angesichts der Probleme des World Trade Centers war der 11. September ein unerwarteter Glücksfall. Die Türme waren in den 60er Jahren gebaut worden, um eine heruntergekommene Gegend von New York zu beleben. Und 40 Jahre später konnte man das Stadtbild wieder erneuern. 2 Kostenfresser wurden entfernt und ein neuer Komplex wird gerade gebaut. Die Höhe des sogenannten Freedom Towers soll 541 Meter betragen oder 1776 Fuß nach dem Jahr der amerikanischen Unabhängigkeit. Der atemberaubende Staub war mehr als bloß Staub. Er enthielt pulverisierten Beton, Glas, Blei, Quecksilber, Dioxine und natürlich Asbest. Nichts davon ist besonders gesundheitsfördernd. Tausende Rettungskräfte leiden heute unter Lungenkrebs oder haben andere ernste gesundheitliche Probleme. Und auch die Rettungshunde sterben, einer nach dem anderen. Es war eine offene Müllverbrennungsanlage, die über Wochen vor sich hin brannte. Sie verbrannte das schwerste Gebäude der Welt. Den Patienten floss eine schwarze Flüssigkeit aus ihren Poren.
Sie berichteten von blauem oder grünem Stuhlgang, der nach Rauch roch, obwohl sie seit Monaten nicht mehr in der Nähe eines Brandes waren. Nur 3 Tage nach dem 11. September wurde die Umweltschutzbehörde von der Regierung in Washington angewiesen, Manhattan als sicher zu erklären, obwohl die Luft in der Gegend immer noch verseucht war. Ein Bundesrichter kritisiert die frühere Leiterin der Umweltbehörde. Sie hatte gesagt, man könne wieder in die Wohnungen und Büros nahe Ground Zero zurückkehren. Der Richter nannte Christine Whitmans Aktion, Zitat, erschütternd und er verweigerte ihr die Immunität. Es steht fest, dass das Weiße Haus die Umweltschutzbehörde angewiesen hatte, diese Lügen zu verbreiten, um das Ausmaß der Katastrophe herunterzuspielen. Darüber hinaus wurden die ersten erkrankten Rettungskräfte abgewiesen. Bei dem Mythos über die Ursache des Zusammenbruchs spielt Asbest eine wesentliche Rolle. Der Stahl war mit leichtem, feuerfestem Schaum besprüht, der, weil er billig und minderwertig war, schlechter haftete. Nach einem Bericht der New York Times fiel der Schaum leicht ab. Die Hafenbehörde hatte in den Monaten vor dem 11. September Reparaturen vorgenommen und fehlende Stücke ersetzt. Doch selbst wenn der Feuerschutz perfekt gewesen wäre, der Flugzeugeinschlag in den Nordturm war so gewaltig, dass der Schutzschaum einfach davongeblasen wurde und das Feuer den Stahl ungeschützt angreifen konnte. Als die Flugzeuge einschlugen, spielte es keine Rolle, in welchem Zustand der Feuerschutz war. Danach war alles weg und das Feuer hatte einen vernichtenden Effekt auf den Stahl. Ein kleiner Schlag von einem Flugzeug und der gesamte Asbest löste sich vom Stahl. Hätten ein paar hundert zugeworfene Türen dasselbe angerichtet? Der History Channel erklärt, wie sich trotz des Feuerschutzes die Flammen durch die Etagen fressen konnten. Da ein großer Teil des Feuerschutzes durch den Einschlag entfernt wurde, griffen die Flammen den ungeschützten Stahl an. Die Tragfähigkeit von ungeschütztem Stahl reduziert sich schnell. Bei etwa 650 Grad trägt er nur noch die Hälfte des Gewichts. Durch das Feuer wurde es im Inneren der Türme fast 1400 Grad heiß. Die New York Times beschreibt, was dann mit den Stahlträgern passierte. Der Stahl erhitzte sich und wurde immer weicher, fast flüssig. Letztlich war der ganze Stahl butterweich. Vierzig Jahre zuvor war der Stahl für das World Trade Center von der Firma Underwriters Laboratories geprüft worden. Ein Mitarbeiter dieser weltweit tätigen Firma meldete sich nach den Anschlägen zu Wort. Ich bin Kevin Ryan und ich war Manager bei Underwriter Laboratories. 5 Tage, nachdem ich einen Brief an die staatliche technische Prüfanstalt geschrieben hatte, wurde ich gefeuert. Ich hatte den Bericht der Anstalt aus dem Jahr 2004 angezweifelt, weil ich ernsthafte Fragen zum Inhalt hatte. Im September 2001 bekam unsere Niederlassung Besuch vom Chef der Firma. Er sagte der gesamten Belegschaft, der Stahl für das World Trade Center sei geprüft worden und wir sollten froh sein, dass die Türme so lange gestanden hätten. In den folgenden 2 Jahren fand ich einige erstaunliche Tatsachen heraus. Darunter auch, dass der Stahl in beispielloser Weise verkauft worden war. Ich schrieb dem Chef der Firma und fragte ihn, was er tun wolle, um das Ansehen der Firma zu schützen. Er antwortete, die Firma habe den Stahl getestet. Er sprach von der Qualität der Muster und wie gut sie die Tests bestanden hätten. Er bat mich, auf den Bericht der Prüfanstalt zu warten
und sagte, dass die Firma eng mit ihr zusammenarbeite. Ich habe diesen Bericht im Oktober 2004 gelesen. Im November schrieb ich an die Prüfanstalt. Ich sah es als meine Pflicht an, die Fragen zu stellen, für die sich niemand sonst interessierte. Nach dem Bombenattentat von 1993 waren die Feuerschutzeinrichtungen erneuert worden. Und im Bericht gab es keinen Hinweis darauf, dass eine Boeing 767 den Feuerschutz großflächig zerstören würde, außer an der Stelle des Einschlages. Wir wurden mit einer Theorie abgespeist, die tatsächlich nur eine Ansammlung vager Aussagen war. Der Bericht stand wahrlich nicht auf wissenschaftlichen Füßen. Er begann mit Vermutungen und endete mit Hypothesen. Die Tests hatten gezeigt, dass die Temperatur nicht hoch genug war, um den Stahl zu schwächen. Die Etagen hätten deshalb nicht absacken können. Und auch der Feuerschutz hätte noch funktionieren müssen. Die Prüfanstalt ignorierte all diese Ergebnisse. Man konstruierte eine unangreifbare Theorie, die in jedem Fall die richtigen Antworten liefern würde. Wer die politischen Ereignisse kennt, weiß, dass sie von dieser falschen Geschichte ausgingen. Die Täter hatten sich selbst gerichtet. Das Parlament sieht dies als zweites Pearl Harbor. Der verdrehte Stahl spricht für sich selbst. Verbogen, diffamiert, ohne Risse. Schwer zu glauben, dass Stahl dieser Größe ohne einen Riss verbogen wurde. Dazu braucht es tausende Grad Hitze. An der Seite, die unter Spannung steht, findet man normalerweise Knicke. Aber es gab keine. So sehen geschmolzener Stahl und Beton aus. Die Architekten und alle anderen Arbeiter hatten eine Zerstörung und Deformation eines solchen Ausmaßes noch nie gesehen. Es stimmt, Stahl dehnt sich durch Hitze aus. In einem Feuer passiert dies jedoch langsam. Aber hier? Wie konnte dieses Durcheinander entstehen? Der Stahl unter den Türmen war geschmolzen bei etwa 1000 Grad. Metall leitet Hitze. Haben diese Überreste die Hitze zum Rest des Stahlgerüstes weitergeleitet? Stahl wird auch durch eine Sprengung deformiert. Durch die Zündung entsteht eine enorme Energie und die kann einen großen Stahlträger ebenfalls verbiegen. Es gibt zwei Arten von Schutt, große Brocken und kleinste Staubteilchen. Ich habe keine Tür gesehen, kein Telefon, keinen Computer, nicht mal einen Türknauf. Man fand keinen Schreibtisch, keinen Stuhl, kein Telefon. Das größte Stück eines Telefons, das ich fand, war eine halbe Tastatur, etwa so groß. Im Jahr 1886 starben vier Goldsucher bei einer Explosion in einem Bergwerk. Ihre Überreste passten in ein Fass. Das größte gefundene Körperteil war der Teil eines Fußes. Am 11. September konnten die Leichen von 1100 Menschen nicht gefunden werden. Doch an Ground Zero wurde dies entdeckt. Wenn das Stahlgerüst fertig ist, dann stecken die Arbeiter alles Mögliche in einen Träger. Bauschutt, Bierdosen oder eben diese Zeitung, die wir in so einem Ausschnitt gefunden haben. Geheimnisse bleiben nicht für immer geheim. So wie die Zeitung aus dem Jahr 1969 Jahrzehnte später wieder auftaucht, so werden die wahren Hintergründe des 11. September irgendwann gelüftet werden. Die Gründe für eine solche mögliche Inszenierung liegen weit in der Vergangenheit.
Fast alles, was am und im World Trade Center zerstört wurde, war versichert. Doch vielleicht konnte einiges im letzten Augenblick gerettet werden. Gold- und Silberreserven der Börse und von Banken waren unter Ground Zero gelagert. Der Tresor der Bank von Neuschottland wurde ausgegraben. Aber gab es da unten noch mehr? Als der letzte Überlebende, William Rodriguez, durchs Treppenhaus lief, fiel ihm etwas Merkwürdiges auf. Ich hörte komische Geräusche aus dem 34. Stock. Der stand leer. Es gab keine Wände. Eigentlich war es eine Baustelle, völlig ausgehöhlt. Aber ich hörte, wie schweres Gerät bewegt wurde. Es klang, als würde ein Müllcontainer mit Metallrädern herumgeschoben. Ich bekam Angst, denn dort sollte niemand sein. Nicht einmal der Aufzug hielt auf dieser Etage. Man brauchte einen besonderen Schlüssel, um überhaupt reinzukommen. Als ich die komischen Geräusche hörte, bin ich am Stockwerk vorbeigelaufen, denn ich wagte es nicht, die Tür zu öffnen. Aus irgendeinem Grund hatte William Rodriguez Angst, die Tür zu öffnen. Dabei war er an diesem Tag alles andere als feige. Er blieb entgegen der Anweisung der Feuerwehr in einem brennenden Gebäude und setzte sein Leben aufs Spiel, um andere zu retten. Was geschah im 34. Stock? Wochenlang hörte Scott Forbes ähnliche Geräusche in der 98. Etage. Es ging etwa 4 bis 6 Wochen vor dem 11. September los. Es hörte sich an wie Bauarbeiten. Die Mieter, die Leute von Aon, wurden umquartiert. Die Büros standen leer und trotzdem wurde mit schwerem Gerät gearbeitet. Es hörte sich an wie Presslufthämmer. Bei uns haben die Wände gezittert. Irgendetwas Schweres muss bewegt worden sein. Dann wurden die Räder abmontiert und es tat einen Schlag. Unsere Etage wurde regelrecht durchgeschüttelt. Man konnte das Gewicht da oben spüren, so schwer war das. Als ich die Gelegenheit hatte, öffnete ich die Tür, aber der gesamte Büroraum war leer. Da gab es überhaupt nichts. Das war komisch. Es war leer. Völlig leer, nichts, null. Nicht mal Kabel hingen von der Decke. Aber da gab es diese Geräusche und Erschütterungen. Das war alles sehr merkwürdig. Genauso wie der Staub, Wochen zuvor. Es war wahrscheinlich in der Woche vor dem 11. September. Ich kam jeden Morgen um 7. Der Staub war unglaublich. Es war alles verdreckt, als sei nicht geputzt worden. An der Fensterbank waren die Heizkörper angebracht. Und ich war todkrank wegen des Staubs auf der Fensterbank. Er war schmutzig grau und während dieser Woche wirklich überall. Aber wo kam der Staub her? Den grauen Staub musste Scott selbst wegwischen. War es Zementstaub? Die Stahlträger der Twin Towers bildeten ein skelettartiges Gerippe. Wurde an den Ecken der Gebäude irgendetwas angebracht? Wurden Löcher gebohrt, um was auch immer dort zu verstecken? War dieser Staub der entscheidende Hinweis? Die Gebäude brachten kein Geld. Zahlreiche Büros standen leer. Mieter wie Aon bekamen vorübergehend vermeintlich bessere Büros. Ein perfekter Plan. Gab es diese hörbaren, aber nicht sichtbaren Bauarbeiten im gesamten Gebäude? Larry Silverstein übernahm die Türme 6 Wochen vor dem 11. September. Zu dieser Zeit begannen auch die Bauarbeiten. Wurden die merkwürdigen Geräusche, die William Rodriguez verschreckten, von den letzten Ratten verursacht, die das sinkende Schiff verließen? Mit einem arbeitsfreien Tag rettete Scott Forbes sein Leben. Diese Frau hatte nicht so viel Glück. Sie ist eine Iphigenie des 11. September, die lautlos um Hilfe ruft.
Christopher Hanley war mit 100 weiteren Menschen im 106. Stock im ersten Turm gefangen. Feuerwache 408, wo ist das Feuer? Ich bin im 106. Stock des World Trade Center. Es gab eine Explosion. In welchem Gebäude? Eins oder zwei? Im ersten. In Ordnung. Es gibt Rauch und hier sind etwa 100 Leute. Bleiben Sie zusammen. Es gibt einen Brand oder eine Explosion in Ihrem Gebäude. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ja. Kevin Cosgrove war im 105. Stock des Südturms eingeschlossen. Starker Rauch, 105. Turm 2. Es ist schlimm. Er ist schwarz und trocken. Ich habe meine Frau angerufen und ihr gesagt, dass ich das Gebäude verlassen werde. Mir geht's gut. Hey, was ist das? Drei von uns, zwei kaputte Fenster. Oh Gott! Gedenken wir der Menschen, deren Schicksal an diesem Tag besiegelt wurde. Und vergessen wir nicht, Geheimnisse bleiben nicht ewig Geheimnisse.